Und hiermit melde ich mich zurück, Leute, zu einer weiteren Fahrt von Gran Turismo 6. Wir gehen gleich wieder in die nationale B-Lizenz und gucken mal, was es hier noch so gibt, nämlich die klassische Sportwagen-Serie. Ich weiß nicht, haben wir da einen Wagen gehabt? Das kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Fahrzeug wechseln. Ach, unser Corvette Stingray mal wieder. Natürlich, gehen wir mal rein. Mal gucken, ob wir das schaffen. Und irgendwie ist mir der Ton ein bisschen laut. Den stelle ich mal kurz auf ein bisschen leiser bei mir. So, Madrid, die Zirkute der Madrid. Aha. Mal sehen, wie das so abläuft jetzt. Congreso de los Diputados. Okay. Machen wir mal Start. Wir sind wieder zu sechst mal wieder. Und wir sind wieder mal auf dem sechsten Platz natürlich. Ich finde auch wirklich Namen. Die sind so wirklich angepasst an die Nationalität. Ne? Muss man sich mal wirklich Gedanken machen drüber. 10.40 Uhr, Temperatur 26 Grad. Das ist das Wichtigste, was ich überhaupt wissen muss. Im Allgemeinen. Ne? Weil die Temperatur ist wichtig, weil ich das natürlich dann spüren kann im Auto. Und dann fahre ich vielleicht eventuell schlechter oder, weißt du, dann schleudert der Wagen mehr, wenn die Temperatur wärmer ist, weil dann der Grip mehr ist. Was? Das war irgendwie genau andersrum, logisch. Egal. Wieder auf meine... Halt mal. Oh, wie geil. Was? Ja, Entschuldigung, aber ich musste gerade mein Cockpit umstellen. Das ist eine Ausrede. Ihr seid Sportwagen von 1979. Also irgendwie seht ihr mir nicht nach Sportwagen aus. Also ich weiß nicht mal, ob das Rennen so hieß, aber es könnte sein. Mal sehen. Da vorne ist ein wirklicher Sportwagen. Glaube ich. Er sieht jedenfalls von hinten ein bisschen so aus. Na, aber er ist auch langsamer als alle anderen. Naja, tschüss. Okay. Wow. Ich glaube, das sollte man nicht nochmal tun. Das war ein halber Überschlag. Okay. Okay. Ich meine, das ist noch nie passiert, aber eine Premiere gibt's immer, ja. Ich dachte eigentlich, dass wir jetzt so richtig geilen Mega-Stunt gemacht haben dadurch. So. Tschüss. Ist es auch eine... Es könnte auch eine Corvette sein, richtig? Ich habe keine Ahnung. Das gebe ich mal jetzt ganz offen zu. Aber wir schaffen locker die Runde jetzt auch und wir sind natürlich schneller als die. Komischerweise, ne? Dieses Rennen ist zu leicht. Und wir haben viel zu starke Bremsen hierfür. Weil wir halt hier voll Muscle Car und so sind. Ich glaube eher nicht. Könnte so sein. Ich glaube aber, wir haben Heckmotor. Wodurch das natürlich dann nicht mehr... Obwohl, beides sieht ein bisschen lang auf. Aber es könnte auch sein, dass wir... Ich glaube, wir haben Heckmotor, oder? Oder wir haben Vordermotor und Hinterradantrieb. Oder andersrum. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte der irgendwie FH oder so. Ich darf diesmal nicht da so schnell rüberfahren. Genau. Oder nicht so schnell lenken natürlich, weil dann schaffen wir das auch. Und wir sind natürlich weit entfernt von denen. Vielleicht könnt ihr auch mal so einen Überschlag machen, so einen halben. Fände ich sehr gut. Ja, rutsch schön, mach deinen Reifen kaputt. Das ist mir eigentlich vollkommen schnurzpiep egal. Hauptsache, wir sind jetzt im Ziel. Wir sind im Ziel. Was hat da niemand mit gerechnet? Dass ich das so schnell hinkriege. Ich selber auch nicht. Okay. Ja. Autos, die fahren. So, 8000 kriegen wir dafür, relativ viel. 3 Sterne mal wieder. So wie immer. Mal sehen, was wir eigentlich als Belohnung dafür kriegen, dass wir halt alle Sterne haben. In der nationalen B-Lizenz, hoffentlich einen guten Wagen. Also ich meine, einen schlechten Wagen wäre jetzt natürlich nicht so schön, wenn wir den kriegen würden. Ist ja irgendwie logisch. Was gibt's denn hier? Corvette Stingray Racer, Dino, 110. Die Alpine. Achso, das war, glaube ich, der Al-110, der da gefahren ist, der vor uns war. Also der erste war, bevor wir kamen, dann war der zweite. Ja, ich glaube, das war der. Ich sollte nochmal gucken, welcher Wagen hat. Hier ein A, ja genau, Al-110 ist der erste jetzt. 16.30 Uhr, die Temperatur, ganz wichtig, 29 Grad und sonnig. Die Strecke ist immer 0% beträgt, obwohl ich, irgendwann mal muss sie doch mindestens 1% betragen, ja? Ich meine... Selbst wenn wir auf trockener Fahrbahn fahren, ist es manchmal 1%, ja. Ich meine, es hat mal geregnet. Irgendwann auf die Strecke. Ich glaube, die ist nicht überdacht, so wie ich das jetzt sehe. Es könnte natürlich sein, dass der Himmel einfach nur fake ist. Aber wer weiß. Ne? Also ich glaube schon, dass das irgendwie so ist. Ich bin viel schneller als die. Ah, Corvette, du bist einfach viel besser. Sehr schön. Überhol ihn. Das ist der Alpine. Okay, dann war es doch nicht der erste. Letzte Mal. Na, okay. Okay.
Und jetzt voll auf die Gerade. Tschüss, Leutchen hinter mir. Ihr kommt niemals an mich ran. Ein bisschen langweilig ist das doch schon, wenn... Wieso sind eigentlich so viele Deutschen hier? Faust, Förster, Krüger und Eisenhower. Hover. Das ist mal der erste nicht richtig deutsche Name. Eisenhower. Ich haue aber, okay. Und Schimanski ist auch da. Das ist natürlich das Weiter. Die Deutschen sind einfach so schlecht. Und müssen sich um die letzten Plätze kämpfen. Streiten. Was? Müssen sich um die letzten Plätze kämpfen. Ist wirklich gut. Hm. Aber USC kommen wir locker. Ja, ich meine natürlich als Erster. Weil über Ziel ist normalerweise klar, dass man da über Ziel kommt, ja. Und unser Tank ist wirklich unglaublich, dass wir den nie um 0,1 Liter leerer kriegen. Das ist wirklich sehr schön. Denn dadurch müssen wir nicht nachtanken und in die Box fahren. Was wir aber bei Langstreckenrennen, die es wahrscheinlich hier auch geben wird, schon machen müssen. So. Einfach gegen die Wand fahren. Super. Naja. Wir schaffen das auch mit gegen die Wand fahren, von denen wegzufahren. Denn sie sind ein bisschen langsam, muss ich ja sagen. Und wir haben zu gute Autos. Weil ich halt die Spezialsache mache. Ich weiß nicht, wann, wo haben wir denn diese Corvette gewonnen? Ich glaube, die haben wir gewonnen bei diesem Woodstock Festival of Speed. Of Speed. 13 Sekunden übrigens Abstand. Da haben wir es, glaube ich, gewonnen. Diesen Wagen hier, diese Corvette Stingray. Sehr schön. Deswegen sollte man immer mal so Special-Missionen machen. Weil sie ziemlich gut sind. Ja. Hm. Einfach mal hier rum. Und mal so weiter sein, wie es weitergeht. Bam. Okay. So. Weiter um die Kurve. Wir schaffen das. Corvette. Nur noch diese Gerade. Dann haben wir es hinter uns. Also dieses Rennen natürlich, ja. Weil das ist ziemlich anstrengend, um diese Kurven zu fahren, denn sie rutscht ziemlich, wie ihr vielleicht merkt. Ja, guck, der Computer kommt noch nicht mal damit klar. Okay, ein bisschen hat das hingekriegt. Weil, also für die Corvette natürlich, nicht für mich, weil ich meine, ich fahre immer perfekt um Kurven. Natürlich. Ja. Selbst mit dieser Corvette. Und das haben wir wieder 3 Sterne verdient. Ja, ja. Sternenflotte, 100 Sterne insgesamt. Sehr schön. Einen Achievement dafür gekriegt. Hm. Gut. Warum nicht? Wir gehen einfach nochmal in dieses Rennen rein. Wahrscheinlich auch 2 Runden. Silverstone. Klassische Sportwagen, sei Rennen 3. Silverstone. Aha. Silverstone. Wird interessant. Startaufstellung. Ein E-Type Coupé. Mal sehen, wie das aussieht. Und ein 300 SL Coupé. Dome Zero. Den kennen wir noch irgendwo her. Und zwar aus dem alten Let's Play von Gran Turismo 5, da hatte ich den ja und habe mit denen eigentlich ziemlich viele besiegt. Das heißt, das wird vielleicht ein bisschen schwieriger, aber Silverstone ist ziemlich lang. Ist das jetzt 2 Runden oder eine? Weil, zwei Runden, nein. Ich dachte, ich habe gerade Rennen gesagt. Sind das jetzt 2 Rennen oder 1 Rennen? Hm, wahrscheinlich 1. Naja. Gut. Dome Zero sieht nämlich ziemlich interessant aus. Mal sehen, wie er hier aussieht. Ja. Ja, jetzt willst du mich ausbremsen, oder was? Vielen Dank, dass du mich gestoppt hast. Übrigens, das da müsste der Dome Zero jetzt sein. Ja. Das sieht wirklich interessant aus. Kann ich ja gleich mal nach hinten gucken. So sieht der aus. Das ist das SL-Coupé. Und den Namen von dem habe ich schon wieder vergessen. Egal, das sind übrigens 2 Runden, die wir hier fahren. Okay. Ja, ein bisschen um die Kurve rutschen ist immer gut. Denn dann rutscht man um die Kurve und dann geht alles voll klar. Mal sehen. So, um die Kurve. Diese da Dinge umfahren. Damit das auch möglich ist. Ich wollte natürlich euch zeigen, dass das möglich ist. Ich wollte jetzt nicht abkürzen oder so, ja. Ist klar. Ich meine, hier seht ihr schon. Weil sonst können die ja einfach im Weg stehen und uns für immer blockieren. Aber nein, das tun sie nicht. Sie sind gut. Sie lassen sie wegstoßen. Und ja, das war erst die Mittellinie sozusagen. Gerade. Das heißt, es dauert noch ein bisschen, bis wir über die normale Ziellinie fahren.
Und jetzt in eine andere Richtung lenken. Okay, das war ein bisschen zu kacke, denke ich mal. Naja, ist okay. Wir haben es ja geschafft, dass der immer noch hinter uns ist. Uns noch nicht überholt hat. Es stand noch keine 2 bei der Position, glaube ich. Das reicht mir erstmal. Selbst nachdem wir so ausgerutscht sind, haben wir es irgendwie geschafft, Abstand von denen zu haben. Naja, seht ihr mal. Ich glaube, der regelt bei 200, ja genau, 25 ab. Okay. Follow along. Kriegt ihr nicht hin. Ihr Verfolgers. Ihr seid viel zu langsam. Ja. Und gleich gehen wir über die Ziellinie. Wir fahren nicht, wir laufen drüber. Wir springen aus dem Auto und kommen noch irgendwie rüber, ja. Das würde ich sagen, geht vielleicht. Wenn man nicht gerade 200 fährt wie jetzt. Dann ist das vielleicht noch möglich, ja. Aber sonst würde ich sagen, eher nicht. Eher nicht. Man könnte es ja vielleicht überleben. Für 2 Sekunden in der Luft. Und dann kommt man auf, ne. Naja. So. Bisschen Haarnadelkurven, obwohl es überhaupt keine Haarnadel sind. Aber S-Kurven. Okay. Bisschen rutschen ist leider... Der rutscht halt ziemlich stark. Das ist ein bisschen nervig an dem hier. Weil sonst wäre der eigentlich der perfekte Sportwagen, wenn er nicht so rutschen würde. Aber es liegt an den Reifen. Das heißt, ich kann auch gerade keine besseren Reifen einbauen, weil sonst sind wahrscheinlich ein paar Beschränkungen futsch. Also sie sind da, wodurch ich dann nicht mehr bestimmte Rennen fahren kann. Und deswegen möchte ich die Bereifung erstmal so lassen, ohne dass ich neue Bereifung raufpacke, weil wenn ich diese neue Bereifung raufpacke, kann ich sie noch nicht mehr benutzen. Das wäre ziemlich unnötig dann. Naja, und da wir eh dieses Rennen locker schaffen, sollte es kein Problem sein mit den Reifen, die wir jetzt drauf haben. Ja. So. Und hier weiter. Okay. Einfach mal um die links um die Kurve. Bremsen. Und hier nochmal links um die Kurve. Okay. Diesmal haben wir uns nicht gedreht. Das heißt, wir werden so viel Abstand haben. Das glaubt uns niemand. So. Tja. Mal sehen, 1,46. Wann kommen die denn dahin und fahren darüber? Ich glaube nie. Das schaffen sie nicht. So. Okay, und rausfahren hier. Der darf nicht mehr rutschen. Und 15 Sekunden übrigens Abstand, glaube ich. Und damit wir auch sicher über die Ziellinie kommen. Okay. Noch weiter. Jetzt über die Ziellinie. Komm, das schaffst du unter 2,30. Ja, okay, locker. Unter 2,28 meine ich natürlich. Voll knapp. Mal sehen. Wir haben wieder ein paar Sterne mehr. Oh, knapp unter 300.000. Haben wir diese Rennveranstaltung auch mit allen Sternen abgeschlossen. Mal sehen, wie es weitergeht. Bei der nächsten Veranstaltung, ja. Das werden wir gleich sehen. Werden wir mal sehen, wenn dieses geladen hat. So. Jetzt sollten wir noch 9. Genau, noch 9 haben. GT Kleinwagenmeisterschaft. Alle Rennen. Fahrzeugteilnahme mit dem Clio. So, das wird mega einfach. Weil unter 450 und wir haben 443. Also da sollte wirklich keinerlei Probleme aufgekommen. Denn wir sind ja mega gut mit dem Wagen. Ich glaube, das war unser Anfangs. War das ja Anfangs? Ich habe keine Ahnung. Ich vergesse sowas, weil wenn ich den Anfangswagen nicht selbst aussuchen darf, dann kann ich keinerlei Gefühle dem gegenüber entwickeln. Nein. Ich habe wirklich keine Ahnung. Es könnte der erste Wagen gewesen sein. Es muss nicht der erste Wagen gewesen sein. Aber ziemlich viel LP. Und warum steht da die, was auch immer, Lachgasflasche, wenn wir überhaupt kein Nitro haben? Okay, aber es wird vielleicht doch ein bisschen schwierig. Jedenfalls schwieriger als vorher. Aber der rutscht ja zum Glück nicht so. Ach, es ist falsch rum.
10 Sekunden Abstand. Ist ja gemein, dass es so startet. Mit 10 Sekunden Abstand einfach so. Gut, wir holen locker auf. Das heißt, erster wird hier voll drin sein. Obwohl. Weil die sind ziemlich weit entfernt im Allgemeinen. 6 Sekunden. Okay. Okay. Ja, ein bisschen näher sind wir herangekommen durch dieses ganze Rutschen hier. Aber ich glaube, das sollte man nicht wiederholen. Egal, wir sind ziemlich nah dran, das reicht. So. 1,4 Sekunden. Wir schaffen es, sich zu überholen. Ayala. Und schon haben wir dich. Ging doch. Na, ein bisschen tricksen und dann klappt das schon. Dann sind wir schon Erster. Das war auch aber nur gute Rundenzeit, muss ich sagen. So. Na, oh, schon 2 Sekunden Abstand. Unglaublich. So gute Fahrer wie mich gibt es sonst nur auf dem Schrottplatz. Mit den dazugehörigen Autos natürlich. Ja, ist logisch. Naja, mal sehen. Aber das war jetzt wirklich nicht schwer, dieses erste Rennen. Auch wenn es für mich erstmal schwer ausgesehen hat, weil er ziemlich weit entfernt war. Das geht aber eigentlich voll klar. Und damit haben wir das geschafft. Also wenn ich jetzt nicht total ausschlage, bis ich in die Richtung lenke zum Beispiel, sollte das funktionieren. Ja, hat's auch. Auch wenn er ein bisschen gewackelt hat dadurch. Ja, ja. Die Wiederholung muss ich mir jetzt nicht unbedingt ansehen. Dafür sehen wir uns jetzt mal an. Ja, 8000 und über 300.000 Credits. Weiter geht's. Punkte-Rangliste. Ja, wir haben 100 Punkte. Der Peugeot 207 GTI ist Zweiter. Mal sehen, ob wir es trotzdem hinkriegen, die Meisterschaft vollkommen Gold zu gewinnen. Hintereinander, das wäre nämlich sehr schön. Dann haben wir nämlich alle Sterne und wir gewinnen gleich ein neues Auto. Wir gewinnen gleich dann ein neues Auto. Guten Deutsch will gelernt sein, tun. Ja, danke, dass du mir die Strecke zeigst. Ich möchte auch gerne, dass wir fahren. Ja? Lässt du mich das aber langsam mal fahren? Wirklich nicht? Okay. Aber ich sehe, dass er noch reinzoomt. Ja, er zoomt noch. Er zoomt immer noch. Hallo? Hä? Okay. PlayStation funktioniert noch. Spiel? Spiel? Okay, ich mache einen kleinen Cut, bis es funktioniert. Okay, ich mache doch keinen kleinen Cut, bis es funktioniert. Da ist es nämlich. Okay. Habe ich gleich Start gedrückt. Dafür hat er die Strecke sofort geladen. Okay, ich wollte gerade den Cut machen und genau dann kommt es natürlich. Ist doch logisch. Haha. Das war gerade merkwürdig. Naja, mal sehen. Ja, ja, dann fahren wir weiter. Diese Strecke ist auch sehr schön. Wahrscheinlich nur 2 Runden. 3 Runden. Aber dann eine kurze, ne? Vor allem, weil... Ey! Ey! So gehört sich das nicht. Einfach zumachen hier. So geht das doch nicht. Ja, so lässt sich um Kurven fahren. Tschüss. 1,6 Sekunden Abstand. Den kriege ich locker hin. Zu überholen. Ja. Hey du. Du bist vernichtet. Aha. Tschüss. Mal sehen. Was du jetzt noch da so raus. Oh, wir sehen sehr gut aus. Schon. Muss ich ja mal sagen. Muss man ja mal zugeben. Okay, wir sind anscheinend eine andere Strecke gefahren als diesen tollen Berg da. Ja. Leider ist es eine relativ kurze Strecke. Ich hätte diesen Sprung da gerne noch miterlebt. Ich weiß nicht. Ich glaube, diese Strecke haben wir noch nicht gesehen. Weil ich glaube, ich kann mich jetzt gerade nicht erinnern, dass wir in GT6 schon mal diesen Sprung gemacht haben. Und das ist sozusagen das Hauptmerkmal dieser Strecke, wie ich finde. Dieser schöne Sprung, der einen total wegfetzen lässt. Da
Das ist schön an dieser Strecke, deswegen mag ich sie. Okay. Ich habe schon wieder irgendwie geschafft. Perfekt. Perfekt. Dieser Part der Überschlagungen, sage ich. Ich weiß, so benennt werde ich ihn nennen. Part der Überschlagungen. Das war wirklich super, was ich da getan habe. Jetzt sieht der Wagen auch einigermaßen schön aus. Muss ja mal zugeben. Jetzt muss ich es bloß irgendwie schaffen, wieder Erster zu werden. Also Wagen, du hast noch nie bessere Tage gesehen. Du sahst schon immer so aus. Ja, möchtest du mich auch ausbremsen? Damit ich nicht der Erster werde hier. Unmöglich sowas. So, du wirst überholt. Komm schon, noch vor. Noch vor. Ja. Okay, ich sehe wirklich ein bisschen demoliert aus. Aber das geht doch noch. Das ist doch noch alles im grünen Bereich. Ja, ihr seht schon, da ist nur ganz wenig beschädigt worden. Nämlich eigentlich gar nichts. Ich sollte nicht wieder mich hier überschlagen, weil sonst habe ich es auf keinen Fall geschafft. Also sonst schaffe ich es auf keinen Fall mehr, den wegzufahren. Deswegen sollte ich das tunlichst vermeiden. Mich zu überschlagen im Allgemeinen. Naja. Aber es lief doch einigermaßen trotzdem. Trotz dieser Überschlagung. Habe ich halt eine schlechte Rundenzeit dadurch gekriegt. Egal. Ist ja auch mal wichtig, mal schlechte Rundenzeiten zu kriegen, ne? Ja. Solange man die wieder ausbessern kann, ist alles im gelben Bereich. Und solange man dann so aussieht, ist es wieder grün. Weil die kann man auf jeden Fall ausbessern. Ja, seht ihr schon. Irgendwie hat er sich repariert, richtig? Er repariert sich während des Rennens. Interessant. Aber er sah nur vorne schlimm aus. Hinten sieht er doch ganz schön aus. So. Ja, ja. Wie viele Punkte gibt's? Wie viele Punkte? Ja, ja. Die Wiederholung muss ich auch mir auch nicht ansehen. Ja. Ja, das kriegen wir ein bisschen was. Ja, 3 Sterne verdient. Und noch 3 Sterne. Dann haben wir alle Sterne hier in diesem Rennen. Noch, okay, der ist der Zweite. Der Peugeot ist wieder Zweiter geworden. Komisch. Den muss ich raushauen. Geht die Kleinwagen. Meisterschaft. Rennen 3. Der Suzuka Circuit. Aha. Der ist ja interessant. Den kennt ihr auch irgendwo her. Hm? Na, wie siehst du aus, Strecke? Wenn du mal geladen hast. Weil das könnte wieder Jahre dauern, ja. Das war letztes Mal ja schon so, dass es mindestens 1 Minute lang gedauert hat. Bis du geladen hast. Diese eine Strecke. Das geht doch mal nicht klar. Wo soll denn das herkommen? Diese Arbeit, die er sich macht, um das da aufzubauen, das sollte er sich nicht machen, denn er kriegt es doch locker hin, einfach mal zu zeigen, was die Startaufstellung ist. Danke, hast du gut hingekriegt. Ich dachte, es ist die ganze PlayStation abgeschützt, aber das ist zum Glück nicht passiert. 3 Runden fahren wir. Ich weiß jetzt nicht, wie heiß es ist. Das ist ein ganz klarer Nachteil für mich. Aber wir schaffen das schon. Und jetzt habe ich wirklich die Strecke nicht gesehen, obwohl ich sie mir angesehen wollte. Also von oben. Komm schon. Das geht doch richtig gut jetzt. So. Renault Clio. Ach, es ist die Strecke. Es ist die Strecke. Und es ist der kleine Circuit. Ah. Okay. Wenn ich den überhole, habe ich auf jeden Fall Gleichstand. Also den jetzt vor mir. Okay. Hiermit haben wir insgesamt Gleichstand. Und wenn ich den überhole, haben wir jetzt insgesamt, da habe ich gewonnen. Du hast 25 Punkte jetzt weniger als ich. Ja, Peugeot, damit hättest du nicht gerechnet, ne? Dass ich so schnell wieder auf Platz 2 bin. So, jetzt habe ich 75 Punkte mehr als du. Haha. Ich dachte bloß nicht, halt noch ein Überschlag wäre wirklich sehr schlimm. Jut. Jut. Schön. 1, 2. Ich möchte unter einer Sekunde das haben. Das ist eine Runde Zeit. Aber das kriege ich wahrscheinlich nicht hin. Das werden wir aber sehen. Wie das jetzt funktioniert. Hier voll rumfahren.
Ah, nicht rutschen. Also nicht so doll rutschen, dass du irgendwo gegenfetzt. Aber du darfst schon rutschen. Ja, rutschen bringt dich schnell um die Kurve. Sehr schön. Okay, wir haben jetzt über 300.000 Credits. Das heißt, wir könnten irgendeinen Wagen mal mit Nitro ausrüsten. Und dann mal testen, was funktioniert. Das ist auch Bremse. Okay. Das werden wir dann mal sehen. Nachher X funktioniert übrigens immer noch. Als Taste, mit der man beschleunigen kann übrigens. Wollte ich nur mal sagen. Genau. Seht ihr unten, welche Taste ich drücke. Das heißt, ich könnte voll variieren und das zum Beispiel machen. Unglaublich. Viereck gebremst. Und jetzt wieder mit... Okay, das hat man jetzt nicht... Doch, jetzt hat man wieder mein Beschleunigen gesehen. Nicht meine Bremse mit L2. Unmöglich sowas. Sowas geht nicht. Sowas sollte nicht möglich sein. Mir einfach zu sagen, nein, dir wird nicht angezeigt, was du drückst. Ich meine, das weiß man nämlich nicht. Ich kann leider nicht schalten. Das wäre jetzt zu schön gewesen, noch zu schalten. Ich glaube, da war gerade die Zeit, wie weit die von mir entfernt sind, aber die interessiert ja keinen. Deswegen habe ich sie nicht durchgelesen und das weiß ich auch nicht, wie weit die entfernt sind. Aber wir haben locker den ersten Platz geschafft. Das heißt, Gold in der Meisterschaft, alle Sterne der nationalen B-Lizenz. Und einen neuen Wagen dadurch. Und natürlich Kohle jetzt erstmal. Mal sehen. Kohle. Kohle. Oder leidest erstmal 3 Jahre. Kann natürlich auch sein. Lade. Okay. Geld. Sterne. Punkte-Rangliste. 300 Punkte. Verlassen. Oh yeah. Ich habe den Goldpokal gewonnen. Oh yeah. Sie sind Erster geworden. 10.000 Credits. Geil. Unglaublich toll. Ich kann weiter drücken, gut. Natürlich. Mal sehen, welchen Wagen wir gewinnen für... Sie haben alle Sterne der nationalen B-Lizenz gesammelt. Habe ich nicht alle Sterne der nationalen B-Lizenz? Ja, ich habe alle Sterne der nationalen B-Lizenz gesammelt. Und damit haben wir... den Acura NSX 91 erhalten. Toll. Toll. Naja, haben wir den nicht schon? Irgendwie so einen ähnlichen haben wir ja schon. Dann gucken wir mal erstmal raus, ob wir wieder ein Woodstock-Festival finden. Nachdem wir natürlich geguckt haben, wie viel LP der hat. Ja. 433. Dafür habe ich mich jetzt angeschränkt. Nicht dein Ernst, oder? 12 Wagen haben wir. Aber er hat einen anderen Antrieb. Genauso wie das Racing Card. Aber Rocket hat leider genau denselben. Das heißt, es ist total unnötig, was du da hast. Leistung 198. Aber er hat einen anderen Ansaug oder was auch immer. Dann gehen wir mal zurück. Und Woodstock. Nein, das heißt Goodwood natürlich. Ich freue mich, Sie nun schon zum 4. Mal einladen zu dürfen, sich uns anzuschließen. Ihre Erfolge auf der Rennstrecke beeindrucken uns hier in Goodwood oder Woodstock immer wieder aufs Neue. Ich möchte Sie noch einmal bitten, am Goodwood oder Woodstock Festival of Speed teilzunehmen. Dieses Mal habe ich eine großartige Auswahl an Supersportwagen unterschiedlichster Baujahre zusammengestellt und wäre sehr erfreut, wenn Sie herkommen und uns zeigen könnten, was in Ihnen steckt. Ich freue mich wie immer sehr darauf, Sie zu treffen. Mit freundlichen Grüßen, Lord March. Okay. Dann würde ich sagen, wir gucken uns mal an, was wir im nächsten Part machen werden. Beim Woodstock Festival natürlich. Wir haben zum einen den Stratus 73, den Lamborghini Countach LP 474 und irgendein TZ3 Stradale 11. Okay, würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn wir gerade Rhythm 6 spielen und sagen, bis zum nächsten Mal und tschö.